Fukushima statt heute Morgen. In diesem Hotel trifft sich die Gesundheitskommission der Präfektur. Sie präsentiert neue Zahlen über die Veränderungen an den Schilddrüsen bei Kindern. Gut anderthalb Jahre nach der Atomkatastrophe. Den Vorsitz hat Professor Yamashita, der den Bewohnern Fukushimas nach dem GAU empfohlen hat, viel zu lachen. Dann könnten ihnen die Strahlen nichts anhaben. Die Öffentlichkeit ist zugelassen, darf aber keine Fragen stellen. Dr. Suzuki, der die Untersuchungen an über 57.000 Kindern geleitet hat, stellt die Ergebnisse vor. Bei mehr als 42% der Kinder wurden Knoten oder Zysten festgestellt. Nach Tschernobyl lag die Zahl dort zwischen 0,5 und 1%, gemessen damals von Professor Yamashita. Was uns aber noch viel mehr verwundert, niemand aus der Expertenrunde fragt nach den Ursachen für diesen hohen Wert. Wir fahren nach Minamisoma am Rande der Sperrzone. Dort will Dr. Suzuki am Nachmittag besorgte Eltern informieren. Wir treffen uns mit Herrn Yoshida. Er hat wie die meisten Menschen hier den Glauben daran verloren, dass die Regierung mit den Folgen der Katastrophe seriös umgeht. Und er zeigt uns auch warum. Überall in der Region hat die Regierung Strahlenmessstationen aufstellen lassen, auch vor diesem Kindergarten. Aber die Werte decken sich nicht mit denen, die Herr Yoshida an der gleichen Stelle misst. Die Strahlung, die von den offiziellen Messstationen gemessen wird und die, der wir tatsächlich ausgesetzt sind, unterscheiden sich massiv. An manchen Orten liegt die tatsächliche Strahlung um das Fünffache höher. Wir haben das der Regierung mitgeteilt. Erst als die Bürger Minamisomas das selbst herausfinden, räumt die Regierung ein, dass ihre offiziellen Messungen praktisch alle fehlerhaft sind. Wir haben die Regierung gefragt, warum sie uns diese nutzlosen Messstationen hinstellt, und sie haben nur gesagt, ihr wolltet doch Messstationen haben. Ich denke, sie wollen die Folgen der Katastrophe herunterspielen. In einem großen Konferenzsaal in der Stadt versucht Dr. Suzuki den Eltern die Untersuchungsergebnisse zu erklären. Und er kommt zu dem Schluss, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Der hohe Befund an Schilddrüsenanomalien käme wohl vor allem durch verbesserte Messmethoden zustande, sagt er. Die Menschen hier aber glauben ihm nicht. Es ist nicht richtig von ihm, uns zu sagen, dass alles okay ist, wenn er offensichtlich selbst keine Ahnung hat, was die Gründe dafür sind. Auf unsere Frage, ob die hohe Zahl an Schilddrüsenanomalien bei Kindern denn normal sei, erzählt uns Dr. Suzuki, dass es noch keine Vergleichsstudien gäbe. Aber vielleicht hätten die Kinder hier ja einfach zu viel Jod und Meeresfrüchte gegessen. Ob es etwas mit der Strahlung zu tun habe, könne er uns nicht sagen. Wir sind lediglich hier, um den Eltern die Ergebnisse unserer Untersuchung mitzuteilen. Es sieht ganz so aus, als müssten Herr Yoshida und all die anderen Eltern noch lange warten, bis sie eine Erklärung für Zysten und Knoten an den Schilddrüsen ihrer Kinder bekommen.